So, moin Leute und herzlich willkommen zurück beim Let's Play Gothic Arcades. Also in der letzten Folge haben wir den Schlüssel zur Mine bekommen. Aber was ich jetzt noch machen möchte, ist diese Spinnennetze im Lager entfernen. Und der aktivste Zuschauer, Grüße gehen raus an Paul, hat mir zukommen lassen, dass die Spinnnetze anscheinend weggehen, wenn ich da durchspringe. Und da könnt ihr recht haben, weil hier war letztes Mal noch ein Spinnennetz. Da oben ist noch eins. Die Frage ist, wie komme ich da hoch? Ah ja. Er zieht sich nicht hoch, es ist noch zu hoch. Vielleicht ist hier irgendwo eine Erhöhung. Ne, irgendwie nicht. Ich einfach durchlaufe. Aber jetzt sind auch noch solche kleinen Spinnnetze. Hier ist noch ein schönes Wasser. Ja, da hätte man wahrscheinlich auch das Wasser dann herbekommen, wenn man keins gehabt hätte für das Skelett. Vielleicht kann ich hier auf die Schmiede drauf, wenn ich nicht gerade durchlaufen würde. Da kann man durchlaufen. Ich weiß nicht, wie ich auf dieses Haus hochkommen soll. Warte, wo ist denn die Fackel? Habe ich noch eine im Inventar zufälligerweise? Fackel. Kann ich damit so irgendwie anbrennen? So hochspringen? Nee. Wie komme ich auf das Haus hoch? Ah, vielleicht kann ich das so kaputt machen. Wenn ich so durchspringe. Ja, es ist kaputt gegangen. Geil. Hatte der Paul recht. So, dann hier drüben ist auch ein Spinnennetz. Ist wahrscheinlich das letzte auch. Einfach durchspringen. Zack. Ne, da passiert irgendwie nicht so viel. Weil ich kann ja mal fragen, ob das schon genug waren. Ich sehe keine Spinnennetze mehr. Ich aber schon. Hängen immer noch einige von diesen Riesenviechern rum. Ich schaue noch mal nach. Die müssen alle weg. Jetzt auch der Bayer, der Bayerische. Ja, da oben ist auch ein Spinnennetz. Keine Ahnung, wie ich da hochkommen soll. Ach, nee, jetzt sagt nicht, dass ich da über das Dach hätte kommen müssen. Das ist jetzt kaputt. Ah, warte, so. Ah. Gothic-Veteran. Das Ding ist, dass ich jetzt aufpassen muss, nicht zu sterben. Ich speichere mal ab. Kaputt. Nice. Jetzt müssen aber alle weg sein. Ich sehe keine Spinnen. Ich aber Spaß. Wo soll denn hier noch ein Spinnennetz sein? Wahrscheinlich in den Häusern, aber. Oh, hier ist gar keine Tür. Da ist noch so ein Spinnennetz hier. So ein kleines, aber das kann ich nicht einfach kaputt machen. Hier ist auch ein großes. Wie soll ich das denn kaputt machen? Wo soll denn hier noch ein Spinnennetz sein? Ich soll immer noch diesen scheiß Pfeil hier mal rausholen. Naja, geht nicht. Da oben ist doch ein Spinnennetz. Aber das zählt doch nicht zum Lager. Ja, ich kann mal versuchen, ob ich das kaputt kriege. Weil das ist das letzte wirklich große Spinnennetz. Da an dem Stein. Das muss es ja sein, aber das zählt doch nicht mehr richtig zum Lager. Ah, doch, Tatsache.
Gut, dann jetzt müsste es aber das letzte gewesen sein. Wenn nicht, dann wäre es schon ziemlich komisch. Kestral, moin. Ich sehe keine Spinnennetze mehr. Du hast wirklich alle Spinnennetze weggemacht? Tatsächlich. Ich sehe wirklich keine mehr. Hier, nimm das. Das ist eine Feuerballspruchrolle. Vielleicht wird es dir mal was nutzen. Danke. Nice. Abspeichern. Quest bestanden. Gut, dann gehen wir jetzt in die Mine. Das ist das Einzige, was wir jetzt gerade machen können. Weil... Ah, wie heißt der noch da hinten? Giran brauchen Erz aus der Mine. Und ich schätze mal, dass der Rest auch einfach auf die Mine hinausläuft. So. Ah, Kapitel 3. Zack. Okay, geheimnisvoll. Sneaken wir da mal rein. Achso, es gibt eine Animation. Alter, krass. Oh, ich höre hier schon Minecrawler. Als ob das so eine große Mine ist, die ist ja riesig. Und das sind überall Minecrawler und Spinnnetze und alles. Skelette. Oh, ich glaube, das wird nochmal schwierig. Ich glaube, das wird doch nochmal schwierig. Da liegt der Rüstung. Oder was ist das? Ich glaube, das ist so eine Rüstung. Alles klar, erstmal ein bisschen rumtreten. Bergmoos. Gut, dann gehen wir mal rein. Neue Tagebucheinträge. Ich habe die Mine betreten. In ihr krabbeln eklige große Spinnen mit vielen Beinen herum. Jetzt ist also klar, warum das Lager voller Spinnennetze war. Der weitere Weg wird in die Mine wird von einer Lavagrube versperrt. Über ihr springt eine alte Holzplattform, die ich allerdings von dieser Seite aus nur sehr schwer erreichen kann. Ich weiß außerdem nicht, ob sie auch gut genug gesichert ist, um ein Gewicht zu tragen. Also diese Spinnen sind eigentlich im Spiel keine Spinnen, sondern Minecrawler. Minecrawler. Und hier unten liegt noch dicker Loot. Weil das war gerade eine Waffe, oder? Was ich aufgehoben habe, das habe ich gar nicht richtig geguckt. Und ein Kurzbogen. Man kann also doch noch Bogen schießen. Hätte ich nicht gedacht, dass man noch Bogen schießen kann. Nachtschatten. Stein. Den brauche ich bestimmt noch. Sonst würde er ja nicht hier rumliegen. So, mal sehen, wie das Bogenschießen hier läuft. Wir alle wissen, aus Gothic 1... Oh, war das Bogenschießen nie so die Stärke von Gothic. Die Spinne, Digga, das ist eigentlich ein Minecrawler. Und der macht mir richtig viel Schaden. Alter, ich habe richtig viel Leben verloren. Holen wir erstmal einen Käse rein. Worauf ich auch mal Bock hätte, wäre jetzt ein Kampf mal gegen humanoide Gegner, also gegen so einen Mensch. Ja, Bogenschießen ist immer noch eine Katastrophe in dem Spiel. Das wurde nicht überarbeitet, schade eigentlich. Das kannst du vergessen. Na ja, komm her. Bin ausgewichen. Ha, RIP. Lava? Was soll das sein? Ein Trank. So ein normaler Heiltrank und eine Minecrawler-Suppe. Stein. Drachenwurzel, die gibt glaube ich Stärke, wenn ich mich nicht täusche. Hier ist eine Truhe. Hier gibt es echt viel zu entdecken wieder. 99 Fackeln. Leuchten sogar im Wasser. Und 1000 Pfeile. 1000 Fackeln und 1000 Pfeile. Was soll ich mit dem ganzen Scheiß? Trank der schnellen Heilung, Fleischpflanzen-Ragout. Warum ist jetzt ein Trank der schnellen Heilung? Das sieht auch noch ein bisschen geheimnisvoll aus, ob da was hinter ist. Ein Stein. Ja, sonst nichts.
bestimmt hier den Stein drauf werfen. So, und der Stein hier hält nämlich jetzt das Ding hier aus, das Gewicht. Guck mal, wisst ihr, was ich meine? Die Steine halten jetzt hier das Gewicht von mir, wenn ich dann drauf springe. Aber ich muss da erstmal drauf kommen. Was habe ich denn sonst noch so gehabt jetzt hier? Trend der Geschwindigkeit. Schnellheilung. Schnellheilung. Warte, ich kann da. Es gibt also einen Slot, mit dem ich mich direkt heilen kann. Wir machen aus der Tastatur. Schnellheilung auf M. Muss ich jetzt hier reinspringen oder was? Ich springe erstmal normal rein, was passiert? Dead, okay. Haben wir es auch schon mal ausprobiert? Was sag ich jetzt mit dem Schnellheilungstrank? Der bringt mir doch nichts. Ja, was soll das denn bringen? Ich kann es auch mal versuchen, rüber zu springen, aber ich kann euch sagen, dass es nicht viel bringen wird. Das bringt gar nichts. Und was ich mir vorstellen könnte, wäre vielleicht... Ja, tritt noch mal ein bisschen rum hier. Geschwindigkeitstrank. Ob ich mit dem das schaffe. Das bin ich trotzdem nicht schnell, lol. Hä? Ach, deswegen. Eine scheiß Fackel. Das bringt absolut gar nichts. Hier ist irgendwas zum Angucken. Ah, hier ein Pilz. Ich gehe nochmal aus der Mine heraus. Vielleicht muss ich mit Gerd oder so nochmal reden. Und mit Giran. Obwohl, der wollte ja eigentlich, dass ich hier reingehe. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Vielleicht mit einem Pfeil und Bogen irgendwas auslösen oder so. LOL. Ich konnte es auslösen. Mit Pfeil und Bogen. Dadurch, dass ich die Steine hier drauf geworfen habe, sollte es mich eigentlich auch halten, wenn ich kompetent genug wäre, um da drauf zu springen. Hä, geil. Geil den Bogen ins Spiel mit eingebunden. Nein, ich bin so inkompetent. Das hat mich gerade weggedrückt. Das drückt mich schon wieder weg. Ich kann da nicht drüber springen. Boah, das war knapp. Abgerippt. Ich kann bestimmt auch noch Magie lernen. Ich werde 1000 Sachen mit Mana antränken und so. Bestimmt bringt der Magier mir noch was bei. Achso, nee, ich glaube, ich habe das. Ah, hier fehlt ein Zahnrad. Wahrscheinlich habe ich das wegen diesen Feuerballspruchrollen und so. Vielleicht kann ich hier noch drauf. Nee. Ich nehme mal eine Fackel. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt in der Aufnahme zu dunkel ist. Ob das so besser ist. Ah, da oben liegt ein Zahnrad. Müsste ich es nur schaffen, da hochzuspringen. Ah, mit dem Bogen vielleicht wieder.
Ich kann auf den Giftpilz schießen, lol. Da oben ist das Zahnrad, aber... Keine Ahnung. Gehen wir erstmal hier ein bisschen weiter. Ring. Ah, Zahnschnitt haben wir jetzt erfolgreich. Wo haben wir es denn in den Ring? Look. Harnischring. Vollständiges Harnischset. Schutz vor Waffen 5, Lebensenergie plus 12. Nice. Ich nur. Wie ich da oben rankommen soll. Mal ein ziemliches Rumgerätsel. Nee. Das ist nicht die Lösung. Hoch. Digga. Ja, moin, ich konnte das Ding einfach so umklappen. Hätte ich es aber vorher gewusst. Zahnrad. Hier, Knopf. Jetzt bin ich ganz klein geworden. Was bringt mir das jetzt, ganz klein zu sein? Kann ich jetzt hier irgendwo durch? Nö. Digga, das sieht so dumm aus. Es bringt so klein zu sein. Was soll mir das jetzt bringen? Ich muss ja jetzt klein sein erstmal. Aber was soll mir das jetzt bringen? Hier hinten ging es halt noch lang, ne? Da hinten war halt so eine kleine Nische. Aber ich verstehe es gerade ganz ehrlich nicht, was ich jetzt machen soll. Ist halt auch nichts. Wenn ich hier so springe, dann vibriert es. Warum vibriert es so, wenn ich springe? Ich mache ich nochmal groß. Oder auch nicht. Ach, jetzt mach doch. Ey, ich werde nicht groß.
Aber vibriert es hier hinten so? Jetzt irgendwie anzünden, die scheiß Pflanze. Ja, ich habe keine Ahnung, wie ich hier weiterkommen soll. Aber der Stein da, der sieht doch verdächtig aus. Der Stein da sieht sehr verdächtig aus, aber... keine Ahnung, was ich machen soll. Kein Plan, was ich machen muss. Ah, ich kann mir vorstellen, was ich machen muss. Aber das wäre komisch, wenn es funktioniert. Das ist nochmal so ein Knopf, ne? Hat der mich ganz groß? Ich komme halt nur so klein durch die Pflanzen durch. Vielleicht muss ich hier dagegen schlagen. Ne, da passiert absolut gar nichts. Sag mir doch, was ich machen muss. Feuerball. Dagegen knallen. Nee. Keine Ahnung, was ich machen muss. Ich starte mal hier neu. Ich nehme mal zwei Steine mit. Ja, um jetzt entkommen, mit denen rüber zu springen. Meine Fresse, ey, ganz ehrlich. Jetzt habe ich gerade keinen Bock mehr. Sorry übrigens, wenn ich gerade nichts mehr rede, ich muss gerade ein bisschen nachdenken. Mir fällt halt gerade wirklich nichts ein, was ich machen kann. Mir fällt gerade nichts ein, was ich machen soll. Warte mal, vielleicht muss ich damit nochmal zurücklaufen. Der Ring, den kann ich auch kurz noch mitnehmen.
bringt mir denn so klein zu sein? Da unten geht's lang, das gibt's ja nicht. Oder? Speicher mal. Sieht gerade mir ein bisschen anders aus. Nee. Keine Ahnung, was ich machen muss, ganz ehrlich. Da komme ich auch nicht drauf. Keine Ahnung, was ich machen soll. Hier geht's doch nirgendwo lang. Geht's noch wieder aus der Mine raus? Ich habe keinen Platz und schon, was ich hier anfangen soll. Ich habe keinen blassen Schimmer, was ich hier machen soll. Ich kann mal versuchen, mit Magier zu reden, ob der was Neues erfahren hat. Und mit Giran, ob der das Boot repariert hat, aber ich habe gerade keinen Plan, was ich in der Mine noch machen soll. Der hat immer noch nichts rausgefunden. Kein Plan, wie und was. Hoch. Ey. Warte, ich mach mal die Mod-Hilfe und Option. Bringt mir jetzt auch nichts. Gut, also ich muss wieder in die Mine rein.
sorry, die Folge ist jetzt ein bisschen lame. Aber ich habe auch keinen blassen Schimmer. Was ich hier machen muss. Was bringt noch dieser Heiltrank, dieser Sofortheiltrank? Warum habe ich den bekommen? Ja, wieder runtergeflogen, oder? Ja, klar. Zum Glück habe ich ja noch abgespeichert. Da war ich sogar noch klar. Ich trinke jetzt einfach jetzt mal den Heiltrank. Hat mir jetzt gar nichts gebracht. Einer sagen, was ich hier machen muss? Irgendwie da hinten weiter. Da hinten geht's weiter. Wie soll ich denn da hochkommen? Warte mal kurz. So einfach kommt man da hoch oder auch nicht. So, jetzt bin ich hier oben. Geht's jetzt hier weiter? Ja. Ich weiß nicht, wie ich da hochkommen soll. Außer cheaten. So, sorry Leute. Ich habe zwar jetzt gecheatet und das war jetzt auch ein Cheat, der jetzt in die Mod mit reingegriffen ist. Aber ich habe keinen blassen Schimmer, wie ich sonst weiter hochkommen soll. Wirklich keinen blassen Schimmer. Weil ich konnte da nicht hochklettern, das habe ich 100 Mal versucht. So, Teil 1 haben wir abgeschlossen. Fruchtbare Erde. Warum ist da fruchtbare Erde? Müssen wir irgendwas anpflanzen wahrscheinlich. Schlüssel. Muss sowas im Wasser hier sein. Ich erkenne hier halt kein Millimeter irgendwas. Ich habe etwas verreckt, weil ich nicht mehr gesehen habe. Da unten sieht man gar nichts.
Hier, Fackel leuchtet sogar im Wasser. Du willst hier Fackeln runterschmeißen oder was? Jetzt geh hier hoch. Kein Wunder, wir so viele von den Fackeln. Nein, ich habe alle 44 runtergeworfen. 99 meine ich. Ja, lad mal neu. Es läuft wieder unten. Noch eine Runde. Da geht's ganz schön tief rein. Wie soll ich das überleben? Ich sehe nichts. Bruder, was mache ich hier? Ich habe mich komplett durchgecheatet. Ich lasse es mal lieber. Wie soll ich denn da unten was sehen können? Renn, du Arsch. So, heute macht mir die Folge gar nicht Spaß. Weil ich die Hälfte nicht blick. Ein Zauber. Digga, Kamera. Mit der Kameraführung los. Kamera, hallo. Ich bin gerade dabei fast drauf gegangen, weil ich nichts gesehen habe. Mir geht die Mine tierisch auf den Geist. Dafür noch den, ach, jetzt weiß ich, was ich machen muss. Dafür habe ich den scheiß Heiltrank bekommen. Ich muss mit diesem Heiltrank da unten reintauchen und dann direkt den trinken, unter Wasser wahrscheinlich. Deswegen habe ich den Kack-Heiltrank bekommen. Aber ich sehe da unten halt auch gar nichts. Ich kann jetzt noch hier drei Fackeln runterschmeißen, aber es bringt mir halt auch nichts. Ich weiß einfach noch mal ein paar Fackeln runter, ob was bringt. Also die 89 Fackeln. Thank you.
Ja, tot. Ich kapier's heute in der Folge einfach nicht. Sorry. Das ist die schlechteste Folge ever, aber ich kapier's einfach nicht. Das ist so eine scheiß Quest. Digga, tauch auf, du Affe. Alter, ich hasse Wasser, Digga. Diese scheiß Wasser-Quest geht mir gerade so tierisch auf den Sack. Wahrscheinlich wieder die Kamera rumspacken, weil es jetzt zu eng wird. Ah, ich bin aufgetaucht, ich hab's geschafft. Cool. Toll. Von hier kommen also alle diese Spinnennetze. Manche von denen sind sehr dick. Ich glaube nicht, dass ich sie so einfach kaputt bekomme. Ja, sehr schön. Ganz ehrlich, ich habe ganz ehrlich gesagt, dass die Mod übel geil ist, aber ich finde jetzt, die Mine macht die ganze Mod kaputt. Eine bessere Rüstung. Das kommt mir gerade recht. Schöne neue Banditenkleidung. Ein Schalter, da kann ich mich wieder groß machen. Wenn ich nur hochkomme irgendwie. Ja, das ist auch ein Schalter. Oh, es ist wieder schön groß zu sein. Oh, wie groß auf einmal, ne? Der Bogen macht wenig Schaden, der macht wenig Schaden. Ey, die ficken mich. Oh, eine bessere Rüstung. Kommt mir gerade recht. Eine bessere Rüstung. Das kommt mir gerade recht. Toll. Also die Folge geht. Die Folge mag ich nicht. So eine Scheißmine. Ja, komm her. Was soll ich jetzt noch machen, wenn ich das Schwert nicht getroffen hätte? Jetzt nochmal 10 Schaden weniger. So, erstmal Fackel anmachen, damit man wieder was sieht. Buch der Stärke. Stärke plus 10. Geil, Alter. Geil. Steinwurzel. Warum ist eigentlich noch eine fruchtbare Erde? Da war ja noch eine fruchtbare Erde da drüben hinten beim Wasser. Da muss ich nach dem ganzen Weg wieder zurückschwimmen, oder was? Auch geil. Hier kann man hochklettern. Hier muss man sogar hochklettern. Ey, komm, Alter, der geht mir gerade so auf den Sack, dieser Typ, den wir spielen. Telekinese-Rune? Heilkräuter.
Verschlossen. War ja klar. Keiner der Schlüssel passt. Mir fehlt noch etwas, um die Tür zu öffnen. Aber einen Schlüssel haben wir vorhin schon gefunden. Das wäre jetzt eine Telekinese-Rune. Was kann ich denn damit so anfangen? Nicht viel. Die Fackel wieder auf. Was passiert denn da unten jetzt? Leute, ich hab mich teleportiert. Teleporter, oder? Ja. Ich bin jetzt da hier oben, lol. Oh ja, geil. Jetzt bin ich noch hier. Vergessen abzuspeichern, geil. Ja, komm. Zum Glück kann ich noch kämpfen. Das ist das Einzige, was ich noch kann. Also, Digga, das ist die schlechteste Folge bisher, die ich jemals, glaube ich, hochgeladen habe. Die Folge macht mir auch gerade überhaupt keinen Bock zu zocken. Am liebsten würde ich gerade einfach ausmachen. Aber wäre auch kacke. Aber die Folge geht mir so dermaßen auf den Keks gerade. Der Part hier. Scheiß Mine. Die Mine ist echt scheiß. Ja, moin, ich bug hier erstmal rum. Verschlossen. War ja klar. Ja, hab keinen Schlüssel. Keiner der Schlüssel passt. Mir fehlt noch etwas, um die Tür zu öffnen. Hör auf zu lispeln, du Depp, Alter. Ich hab doch vorhin vor allem einen Schlüssel irgendwo gefunden, das ist das Dumme. So, oh, krass. Oh, goldene Flamme von unten. Ja, durch Schloss ist er teleportiert. Toll, juckt mich nicht. Alles klar, hier kann man auch nicht hochlaufen. Hä, ich kann ja nicht Alter, ich schloss das Spiel gleich. Ich hab so geil gefunden auf der Insel. Was ist das hier? Ich komm nicht durch. Wieso? Digga, Marvin-Modus, danke. Durchgeglitscht. Digga, durchgecheatet, danke. Wir müssen uns wieder teleportieren, da gibt's nichts. So, jetzt wird erstmal gespeichert, ey. Wo muss ich denn jetzt lang? Ach, da oben. Da steht einfach ein Baum noch im Weg. Ach, hier muss ich wahrscheinlich gleich wieder durch, wenn ich klein bin. Das muss ich wahrscheinlich gleich wieder klein machen. Teleportstein. Ein Teleportstein. Ich muss ihn wohl an einer bestimmten Stelle ablegen und dann kann ich mich mit diesem runden Altar zu ihm hin teleportieren lassen. Ah, ich glaube, ich weiß schon, wo der Teleportstein hingehört. Da unten, das ist die Frage. Ah, ne, ist gar kein. Das hat eine Wand.
er wieder nicht durch kann. Gut, danke. Irgendwo muss ich jetzt diesen scheiß Teleport schon hinlegen. Hier kommt ja mal durch. Also ich habe keinen Bock mehr, ich verstehe gerade nicht, was ich machen muss. Jetzt habe ich den Stein darunter geworfen, kann mich trotzdem nicht teleportieren. Ich wollte mich eigentlich verarschen. Ich würde nicht durchcheaten, danke. Soll ich das hier hinschmeißen oder was? Also ich raste gleich aus. Kurz wieder cheaten, bevor ich da wieder nicht durchkomme. Genau da reinwerfen, oder? Meine Güte, ich krieg gleich einen Anfall. Ja, tot. Nee, doch nicht tot. Aber nur ein Prank. Durch da. Ich krieg gleich einen Anfall. Ich weiß nicht, wo ich die Scheiße hinlegen soll. So, wieder tot. Ah ne, doch nicht. Ja, komm. Back dich wieder fest, danke. Jetzt geh doch da drauf. Ich habe jetzt gerade keinen Bock mehr. Ich verstehe nicht, was das Spiel von mir will, was ich machen soll. Oh, ich glaube, ich weiß schon, an welcher Stelle ich das Ding dahin werf. Ja, sag mir doch, wo.
Jump'n'Run Meister. Ich bin nicht der Coin Master, sondern der Jump'n'Run Master. Aber viel gebracht hat mir das auch nichts. Doch, ich konnte jetzt durchlaufen. Radstab muss ich wahrscheinlich anzünden mit einer Fackel. Abgebrannt. Hier ist ein Schalter. Hier hätte ich schon die ganze Zeit hinkommen müssen. Hier hätte ich vorher noch hinkommen müssen. Jetzt kann ich hier nämlich schön hochklettern. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, was hier der Fehler ist. Weiß ich, was wahrscheinlich der ganze Fehler ist. Ich hätte hier eigentlich als erstes hinkommen müssen, dann wäre ich nämlich so auf die Weise hier hochgekommen und nicht auf diese Teleporterweise. Jetzt bin ich nämlich hier und jetzt kann ich nämlich... Habe ich den Stern schon wieder aufgehoben? Ja. Jetzt kann ich nämlich, weil ich klein bin, den Schalter hier drücken. Ich weiß nicht, was es mir bringen soll, mich da hin und her teleportieren zu können. Ich kann wahrscheinlich dieses Ding jetzt hier runterschmeißen und jetzt mich porten. Ne, passiert einfach nichts. Ach Leute, ich habe keine Ahnung. Wenn ihr irgendwas wisst, schreibt es bitte in die Kommentare. Dieses Video wird jetzt hier an dieser Stelle beendet. Ein bisschen was haben wir geschafft, aber sehr, sehr wenig. Wir haben jetzt 55% Fortschritt im Spiel. Ich muss mir nochmal überlegen, was ich hier machen muss. Ist ein bisschen kniffliger, als ich dachte. Wir sehen uns aber auf jeden Fall morgen wieder. Oder hören uns morgen wieder, um genau zu sein. Bis dahin. Ciao.